eine Seite gesehen und musste selbst dann gucken, wie ich die baue. Ja, aber erzähl mal, wie lang ist die Brücke? Wie viel Gewicht kann sie tragen, Sebo? Also, das ist eine typische Fichtenbrücke, die kennt man auch so aus. Also, wird oft auch in NRW gebaut, habe ich mir jetzt so abgeschaut. Also, Traglast. Also, kann die nicht viel Gewicht tragen, kriegt richtig 450 ein. Kilo und dann ist Ende. Hat eine Länge von sagenhaften 15 Metern. Und ja, woher stammt das Holz? Wie wurde das Holz hierher gebracht? Das ist aus dem örtlichen Wald einfach abgehackt. Das ist. Alles klar. Bio. Beschweren okay. kann man sich da weniger. Vielen Dank. Weißt du, wenn bei so Führungen bin ich immer derjenige, der die blöden Fragen stellt. Ja, hier nicht haben wir einmal den Basti. Basti. Um welches Haus nicht dreht sich das jetzt? Nicht Was? Nur bei Führungen, Basti. So, hier haben wir einmal das Gewächshaus für meine Möhren. Oh, hat es einen Namen? Hat es einen Namen, das Gewächshaus? Ja, tatsächlich ja. Gewächshaus. Ja. Boah, das ist ja ein innovativer Name. Wie sind so die Goldkarotten? Die Fakten, die zum Gebäude, so ein bisschen. Mal, die Geschichte dahinter. Wow. Sebo, die Geschichte. Sebo, guck mal. Da auf dem Boden, da. Was? Wo, Mann? Da, schlag hier, mich doch nicht und sag hier, wo. Da. Wo? Hier. Wo denn? Basti, hör mal auf. Wo? Ich mach doch gar nichts. Ich will doch auch gucken. Also. Alter, Diamanten. Nimm auf, ich hab keinen Platz. Die Geschichte dazu, eigentlich war das erst aus Birkenholz gebaut, war hässlich, musste ich nochmal abbauen und dann auf Fichte umswitchen. Fichte ist auch ein geiles Holz. Ja. Alter, das ist, glaube ich, die interessanteste Story, die ich in meinem Leben je gehört habe. Das ist echt heftig gewesen. Ich sag, wo hast du das Glas her, Sebo? Und Filme gedreht. Wo hast du das Glas her? Das Glas habe ich größtenteils ertradet mit Villagern. Hier auch, wie ich unterstütze die Örtlichen. Den habe ich hier bei unseren Villagern ertradet. Schön. Also dann wenn das nicht von Til Schweiger verfilmt wird, weiß ich auch nicht. Richtig. Ja. Pass auf, hoffe, dass es 10 Staffeln gibt. Das ist das erste Gebäude, was ich gebaut habe. Hier ist meine Bambusfarm drin, damit ich hier kontinuierlich Holz habe. Oh, cool. Ja, schön. Pass mal auf, da kommt was noch was gibt's dazu. Hier noch für interessante Fakten? Die geht öfters kaputt, wenn ich mal einfach den Chunk nicht lade und die gerade mitten im Abbauen ist. Und was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Ja, fährt die los. Oh. Ui. Das ist aber eine magische Zauberkiste, die du da hast, Sebo. Ich habe hier was in die Kiste gelegt und plötzlich war es weg. Oh nee, Maha, nee. Boah, ich werd zu euch kommen und sämtliche Knöpfe drücken und irgendwo irgendwas reinlegen. Jetzt mitkommen. Oh nein, bitte drück keine Knöpfe, die alle Jo gebaut hat. Ja, bitte nicht. Genau, und ihr habt euch ja direkt gefragt, die Kiste ist leer, dann kommt mal hier zu meiner Holzverarbeitung. Hier landet nämlich alles, was Holz betrifft. Ist das hier der Holzfäller? Brettas. Brettas? Wenn jetzt also aus rein theoretisch, Sebo, wenn da jetzt jemand Stein reingetan hätte in die Kisten. Ja, dann muss ich mich hier runterbauen und dann gucken, dass ich da draußen. Und woher wird das Wasser hier gewonnen? Ja, komm mit runter hier. Ui. Ist das hier ein. Was ist das hier für einer? Das ist der Mitarbeiter des Monats. Oh, das war der Mitarbeiter des Monats. Hast du da Granit reingepackt? Ja. Okay. Ah ja, da ist es. Ich hol's raus. Oh. Repariert wieder, Sebo. Sauber. Ja, Entschuldigung. Hier ist ein Baby. Kannst du mir ein paar interessante Fakten zu dieser Höhle hier sagen? Wie tief geht die rein in den Berg? Wie viele Meter? 386 Meter tief. Was ist die tiefste Stelle? Und die tiefste Stelle, Sebo? Ja, hab ich doch gerade gesagt. 386. Ja, aber wo ist die? In welche Richtung? Und hat die Höhle einen Namen? Nee, Mann, hat sie nicht! Ich find's aber cool, dass sie 360 tief geht, weil das ist genau die Adresse von Casey Neistats Studio. Ich will nächstes Jahr nach New York. Kim, kommst du mit? Ja! Ich hab kein Geld. Oh, warte mal ich hier. Ich komm mit. Ui, Spark! Ui! Spark! Ich alle die ganze Zeit, ich bin hier drin und jetzt war ich nicht da. Und wusstest du, Spark, dass diese Höhle sehr tief ist? Gibt's da auch geschichtlichen Hintergrund irgendwie zu den Minenarbeitern, die da früher gearbeitet haben oder so? Ui! Ui, mitkommen! Ich find's geil, dass die Mine tiefer als die eigentliche Welt überhaupt ist. Ja. Das ist eine sehr tiefe Mine, Spark. So, hier haben wir unseren wunderschönen Brunnen. Oh, hat der einen Namen, dieser Brunnen?
An der Brunnen der Freundschaft. Oder gedenkt er an irgendeine wilde Schlacht oder so? Hier ist ein bisschen gelbes Wasser, ist normal. An was erinnert dich dieser Brunnen? Also für was soll dieser Brunnen sein? So, gibt es da ein Gedenken an irgendeine wilde Schlacht oder so? Die Schlacht der Rosenkriege oder? Nö, ist einfach ein Wunschbrunnen, ne? Oh, kann ich mir das wünschen? Ich wünsche mir was. Das ist ein ganz simples System. Der hat keinen Namen, ne? Was soll ich mir wünschen? Hey. Wieso hat er keinen Namen, der Brunnen? Können wir dem einen Namen geben? Ich wünsche mir, dass Early Boy gebannt wird. Early Boy? Ja, der ist ja nicht online, das stört ja niemanden. Das könnte der, ist gebannt jetzt. Der Klümsel-Bümsel Rosenbrunnen sein. Okay, weiter geht's. Zu eurer Linken ist mein komplettes Lager. Oh, der Hauptbahnhof, Anne. Loot. Ich hätte gesagt, es wäre der Hauptbahnhof. Einkaufszentrum. So haben wir 60 Sekunden Zeit, um so viel auszusuchen, wie wir wollen. Wow. Oh, Diamanten, das ist unglaublich. Und hier geht es sogar noch hoch. Hier sind Fässer, die sind alle leer. Alter, Holz, geil. Oh mein Gott. Hey Sebe, du bist so gastfreundlich, dass wir das alles mitnehmen dürfen. Und von hier hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Brunnen. OP-Apfel. Yes. Oh, und hier sieht man auch die Fichtenbrücke, die 15 Meter lang ist. Oh, und jetzt hat sie mit Cobblestone reingebaut und wieder mit normalem Stein zugemacht. Also lutscht mir einer, jetzt gleich knallt's hier. Was soll wer lutschen? Sebo, wo bist du? Ich bin hier, mein Diodorit einholen wieder. Was ist Diodorit? Das Diodorin. Theodorin. Hey Leute. Ich hab ne Idee. Wir können alle Itemframes einmal umdrehen. Baby! Sag mal, dieses Theodorit, ist das neue von Axe oder? Er hat sich's mal nicht getan. Ich verletze mich was. Ich glaube, sie wird gar keinen Bock mehr, ne? Ich überlege gerade schon, also. Also ich sehe schon, boah, TNT. Sebo, what the fuck ist das? Warte, lass mich mal eben, ich muss mal eben mein ganzes Gunpowder schon mal rausholen. Sebo macht eine Base-Tour von uns nur ausgelacht. Wie, was ist was? Das hier, wer war das? Was? In den Barrels. Au! Mir tut der Bauch so weh! Ja, das ist. Das Diodorin hat alles gekillt! Das ist nicht meins, ich war's nicht! Ich war beschäftigt damit, das Diodorin rauszunehmen! Das heißt jetzt immer so, Klim hat keinen Grund mehr, es zu hassen, weil seit neuestem ist es kein Diorit mehr, sondern Diodorit. Ich kann das nicht. Ich bin kein schlechter Mensch, ich muss die Sachen hier wieder umdrehen. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Sebi. Ich erstelle mit KI so ein Deodorant, was aussieht wie Diodorit. Sebo, ich mache alle deine Items wieder richtig. Danke! Oh Gott! Alter, ich komme gerade gar nicht klar. Ich auch nicht, Mann! So fühlt Early Boy sich 24-7. Ich weiß nicht, was in den letzten, 15 Minuten passiert ist. Von so, ey Leute, klar zeige ich euch meine Base und jetzt denke ich mir, Alter, was wollt ihr hier gerade noch? Ich zeige euch meine Base, guck mal, hier geht's rein zu, lutschen wir meine, ich weiß immer noch nicht, was wir lutschen sollen, aber guck mal, Diodorit. Okay, der ist fertig. Alter Dias! Okay, tschüss. Gut. Nächster, halt. Geht's weiter? Warte. Das ist mein Zuhause. Ui. Da könnt ihr gerne mal rein. Bauen. Und wenn ich will. Hä, das sieht cool aus. Ist hier ein Geheimgang? Nee. Hey. Wo seid ihr lang? Wo seid ihr lang? Großes Haus. Aua, ey, aua. Großes Haus. Ach, hier. Wow. Gibt's dazu noch interessante Fakten oder so? Ja, dass ich gleich safe versuchen werde, dich umzubringen in den. Sebo, was ist mit dir los, hier ist Mann? Mein Bett gegenüber 83 Zoll Fernseher. 83 Zoll. Warte, ich muss noch rein.
Fuchsel! Hey, das ist ja unglaublich. Guck mal hier, das ist eine Elytra-Storage. Hey, können wir eine Hausparty machen oder so hier? Hat jemand Kuchen mit? Ja. Oh, die Küche ist ja mega. Alter, das ist ja ein schönes Bild. Und das hier, ist mein Fernseher. Er hat sogar einen Fliesentisch. Oh, das ist ja ein schönes, Alter, das ist aber IMAX-Format, ne? 4:3. 83 Zoll, Full 4K, 8K HD. Geil. Das ist schon der neue Minecraft-Film, der da läuft, oder? Das ist einfach meine Höhle von außen, ne? Ach so, ich dachte, das wäre der neue Minecraft-Film, sorry. Klim, ich schick dir mal was. Okay. Gut. Weiter geht's. Ist das dumm. Wie soll ich das Sebo zukommen lassen? Mal raus. Wie kann ich das zukommen lassen? Ich will, dass das schnell ein Ende hat. Hier kommt ihr bitte. Nein, Mann. Wie kann ich das? Klim, kannst du so einen Link machen, dass man draufklicken kann irgendwie? Und das in den Minecraft-Chat schicken? Müsste man irgendwo hochladen. Ja, wie machen wir gleich. Man das? Machen wir gleich. Die Sebo möchte fertig werden, sonst wird er fertig. Das ist die stressigste Base-Tour, die ich je hatte. Das ist so. Du hast übrigens Sebo, noch keine. Kannst du noch mal reinkommen? Du hast mir die Küche gar nicht gezeigt. Boah! Digga, Sebo ist heute so freundlich, was reinzunehmen. So, Tisch, Stühle, hier fehlt ein Stuhl. Hatte kein Quarz mehr. Wer hat den mehr. Stuhl geklaut, Leute? In welchem? Kein Quarz mehr. Ach so. In welchem Möbelhaus hast du diese Möbel Tisch, gekauft? Den geschenkt bekommen. Voll geil, hä? Hä, aber nicht grün, hä? Kannst du? Ja, nicht grün, hä? Ah, grün. Sebo, kannst du mir sagen, in welchem Möbelhaus du das gekauft hast? Okay, ist wieder. Nee, kann ich nicht. Keine Werbung. Dafür werde ich nicht bezahlt, mache ich nicht. Weiter geht's. Puh. Sebo, hat jemand deine Tür geklaut oder hast du einfach so? Sind da die Eier drin vom Ist ist das eine Kirche? Kirche. Oh ich Gott, bin noch nicht fertig. Oh mein Gott, eine unterirdische. Die Eier habe ich noch nicht drin. Ist das eine satanistische Kirche? Oder was? Von Eiern, wenn ich mal fragen darf. Von außen soll man denken, geil, Kirche, kommt man rein, ist das eher. Sebo, wieso schreist du denn so? Redet doch normal mit uns. Also die Darth Vader Kirche. Der ist so laut, ich muss dagegen schreien. Und gleich schreibt mir Freundin wieder. Kannst du mal rein, wenn man. Ja. Freut mich, dass ihr euch hier versammelt habt. Oh, Vater. Ich möchte Papa. Beichten. Bitte. Je, da war cringe eigentlich, jetzt. Eigentlich bin ich ja der Teufel, wenn ich mir so die Kirche angucke. Oh, Daddy. Achso. Digga. Okay. Boah, das ist. Boah, oh, Daddy, was ist denn. Stopp, halt, stopp. Ich habe ein paar Fragen zum historischen Hintergrund dieser Kirche. Habe ich einfach hingeschissen und gehofft, dass es gut aussieht. Weiter. Ist die OF-Daddy-Kirche. Hat diese Kirche Glocken? Das hat jemand sich vor dem Fortnite-Stand auch gedacht. Sind da Glocken? Kann man die klingeln? Die richtig fette Glocken Warte haben. Warte mal, ich gehe da mal auf den Kirchturm und guck mal. Wenn die da sind? Ja, wir machen weiter. Ich bin nämlich Und dann sind wir schon fertig. Basti baut vorne ein Eisengitter hin als Pole-Dance-Stange. Ja, hier ist der Anfang von meinem Höhlen. Wenn da noch dicke Glocken da sind, dann bin ich aber dabei. Das ist mein Höhlenzoo, den ich aufbauen will, werden will. Was es gibt einen Zoo. Welche Tiere wird dieser Zoo beinhalten? Mhm. Ja, irgendwie nur zwei Panda. Alle Tiere, Sebo. Die ich so. Ich töte alles bis auf zwei, damit nur noch die hier sind. Fertig. Sebo, also könntest du Basti hier auch einsperren? Was? Könntest du Basti hier auch einsperren? Ich glaube, damit wäre jedem geholfen. Hau ab, nie im Leben. Keine Chance. Nee, in dann so darfst du aber nicht als Papagei dazu packen. Weißt du, in so einem schalldichten Raum. Ja, so Sebo, ich zahle dir 10 Diamantblöcke, wenn du mir ein Gehege baust. Ein großes, ein schönes, ein prächtiges, wo ich mich wohlfühlen werde. Dann werde ich da drin wohnen. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Lieber hätte ich 300 Creeper als Nachbarn als den. Warte, ganz kurz. Basti, warte mal kurz hier. Also heißt das jetzt, ich organisiere 300 Creeper? Du kommst hier an, baust meine halbe Base auseinander und willst dann noch hier wohnen? Sebo, er hat ja nicht gesagt, dass du das Gehege hier bauen musst. Bau das doch 10.000 Blöcke weit weg. Nein, ich möchte schon hier wohnen. Verdammte nee, Scheiße, mein Plan klappt nicht mehr. Chance. Hier im Zoo bin ich doch gut aufgehoben, oder nicht? Das stimmt. Ich sag dazu nichts. Ich enthalte mich. Und ich hätte gerne Fuchsel als Mitbewohnerin. Auf gar keinen Fall. Ich habe eine Idee, bau einfach einen eigenen Zoo.
Ich habe eine Idee drin, mal Escape und Disconnect. Ey! Alt F4. Wie findest du das, dass sie deine Base wieder abbauen? Ey, Sebo! Sebo, was ist denn jetzt los? Sebo! Sebo weint. Töten, Sebo? Fuchsle! Aus dem Weg! Ich kill ihn. Mann, was ist das? Ich hab von 10 Schüssen 0 getroffen. Fuchsle, ich nehm deine Grotte auseinander. Ich nehm dich auseinander. Ja, danke. Ich hab leider Grotte auseinander. Gibt es historische Fakten zu diesem Panda-Gehege? Oh mein Gott. Wo stammen diese Pandas her? Das ist fertig, das ist meine Base. Okay. Ich finde die Base sehr schön, Sebo. Vielen Dank für die Danke. Tour. Danke. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also ich hätte noch ich tatsächlich... Ich hab am Ende sogar noch Blöcke wieder hingeplaced. Danke dir. Klim, magst du bitte zum Ende hin das Geschenk, was wir ihm überreichen wollen, zeigen? Fuchsel, hör auf jetzt! Schaffst du eh nicht. Hör jetzt auf! Das schaffst du eh nicht. Ich soll einfach Basti aufhören jetzt. Das, die kriegt Basti gekillt. Nein, schafft die nicht. Doch, die kriegt Basti gekillt. Nein, schafft die nicht. Klar. Nein. Hä, hey, sonst wäre der doch schon tot. Ja, ich brauche ein bisschen. Ja, klar. Es geht doch jetzt. Hallo. Ich hab noch ein Geschenk, aber Klim muss es hochladen und den Link schicken. Ach so, wie lädt man das hoch? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, wo sonst. Wie kann ich das machen, dass es dann im Chat teilbar ist? Boah, wie alt bist du? Sebo, dann schicke ich es dir jetzt auf Discord, ja? Ja, und du musst dann danke. Und du musst dann den Link posten. Warte, oh. ich hab. Hast du, gut. Ja. Gut. Kann ich hier, wo kann ich jetzt den Link für den... Hey, warum Rap-Link. Postet er das nicht selber hier in den Chat rein? Weil ich da keinen Link hab. Ich hab's Klim per Discord geschickt. Hier, ich schick dir den Link, Basti, dann kannst du posten. So. Dann kann ich posten, okay. Oh ja, okay. Haltet euch fest, ja? Seid ihr bereit? Sebo, bist ja. du ja. bereit? Ja! Bitteschön. Das ist kacke, da steht einfach Diodorit drauf. Mann, spoiler doch nicht. Ach Mann. Ich bin dafür, dass es ein Texture Pack gibt. Wo es für Sebo, wo anstatt Goldkarotten Diodorit. Ja, super, verstehe ich nicht. Also ich hab, Mann. Ich hab keine Kullersparks in meinem Chat. Och Mann. Ja. Also Sebo, ich fände deine Base echt schön. Danke. Vielen Dank für die Tour, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es sind viel mehr Gebäude hier, als ich dachte. Und die sehen echt schön aus. Also Real Talk ist es richtig schön. Freut mich. Ich kann nicht besser Häuser bauen. Das ist echt. Hast du ich noch find vor, sie auch. Diese Zwischenwege zu gestalten mit ein paar Lampen ja, ja, oder da so? Kommt auch noch. Ja, Wege kommen noch. Da kann ist noch lange ich, nicht fertig. Kann ich irgendwie noch so ein bisschen konstruktive Kritik äußern? Oh oh. Ich fände es irgendwie noch toll, wenn es solche Infotafeln gäbe mit Informationen zu den Gebäuden. Wann sie erbaut wurden, wie sie heißen, wer der Erbauer. Was ist das? So. Fuchs! Ey! Sebo, hast du vor, vielleicht so ein Gasthaus zu bauen, sondern dann könnte man sich ein Zimmer da einmieten, so weißt du? Also, hört er gerade zu? Nee, aber ich hab da oben Dachgeschoss, ist noch frei, ist zu vermieten, da in dem großen Haus, weißt du, da suche ich einen Mieter. Boah. Ja, das ist ja, ich find's cool. Kannst du ja mal gucken. Wo denn, wo? Oben die Treppe. Kannst du mal die Treppe hoch? Wo seid denn ihr? Im großen Haus. Da müsste ich immer an deinem Bett vorbei auch, ne? Ja, und hier ist halt noch frei, ne? Da suche ich einen Mieter für. Wie viel Miete kostet das denn? 800 kalt. 800 kalt? 800 Diamanten im Monat. Kann ich dich auch immer mit Bienenwachs versorgen? Ich zahle 1000 Diamanten im Monat dafür. Ich brauche nicht so viel, wie das Reich, was du mir gegeben hast. Oh. Aber hier so eine Streaming-Booth hier, zack, in der Ecke, schön, Hintergrund geil, leuchtet. Das ist kein Sonnenschein, was dich abfuckt. Ja. Kannst du immer die Rollos oben lassen. Imagine, das ist so eine Höhle bei dir. Wie ist das Internet hier unten dann?
Oh, super. Ist super. Ich zapf das selber von Heiko ab, ne? Der wohnt ja über mir. Ist das dumm? Oh Mann. Ich muss auch nochmal was teilen. Teil es mit uns? Ja. Warte, Basti, du kannst das wieder in den Chat schreiben, weil mir das unangenehm ist. Oh mein Gott. Fuchs, ich bin gerade AFK. What the fuck? Ja, sauber. Alter. Let's go. Ich hab den Auftrag erledigt. Nee, das war jetzt nicht in Ordnung, Fuchsel. Ich hab TNT und dein Volt ist jetzt. Ich spreng alles. Das ist mir jetzt sowas von egal und das weißt du. Nee, das ist. Nee, ich finde es nicht okay. Ich finde das jetzt gar nicht okay. Hä? Ich hab nichts mit Spark gesagt. Es gibt jetzt einfach nur Vergeltung. Fertig. Ja, traust dich eh nicht. Hä? Du machst nichts bei ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du sagst, ich möchte darauf hinweisen, dass der Volt ein Gemeinschaftsprojekt ist, die alleine ihre Grotte macht. Ich wollte Ich will nicht, dass irgendwas bei mir gespielt wird. Ich hab 3 und 3. Das ist mir egal. Ich wollte nicht getötet werden. What the fuck? Du hast ihn jetzt getötet. Du musst mit den Konsequenzen. Das ist mir sowas von egal. Ich nehme dein komplettes Ding. Nein, du kannst mich ja killen. Du kannst mich killen. Das ist mir sowas von egal. Ja, nein! Du hast mir gerade das genommen, Ausgleich. Was ich wollte, was ich nicht wollte, mein Leben, und du willst nicht, dass ich dir die Base nehme. Ja, dann hab ich dir geholfen, oder? Digga. Wenn du dein Leben nicht wolltest, hab ich dir geholfen. Nein, was ich nicht wollte, dass du mir nimmst. Ach, der macht sowieso nichts. Sebo, so ein du kennst mich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, es wird reingestichelt. Das ist mir sowas von egal jetzt. Ich jage dir den ganzen Boden mit deinem Glas in die Luft. Wow. Das macht er eh nicht, traut er sich nicht. Guck mal, Sebo, findest du das besser hier? Okay, dann behalte ich deine Sachen, Basti. Ha? Ist das das Basti-Zock-Comeback? Ich behalte deine Sachen. Guck mal, das ist doch schöner. Einfach Basti-Zock-Villain-Arc gestartet. Ich bin dann jetzt mal weg, ne, Basti? Ja, ich komm eh nicht hin. Das ist viel zu weit weg. Also der Müll liegt in der Kiste, Rest behalte ich. Oh, die hat gesagt Müll! Was? So. Boah, also wenn jetzt das nicht ich kracht, doppelt ne? so viel sprengen, wenn ich du wäre. Aber traut er sich nicht, mach da nicht. So, ja, ich werde mich rächen und Ja. Und das nennst du Schenk Müll, das ist ein. Guck mal, das sind tolle Items, die der sich da zusammengesammelt hat. Seine Rüstung habe ich im Inventar. Das sieht aus, in der Kiste sieht er gerade aus wie bei den Ludos auf dem Hinterhof. Sag ich dir, wie hey, wieso, Sebo, warum hast du denn eine Kiste mit Müll stehen plötzlich? Aber Sebo, hey. Weshalb hast du so viele Gunpowder bei dem Inventar? Willst du was sprengen? Ja, ich hab's schon mal gesichert. Kim, kannst du mir einen Totem geben, bitte? Falls gleich einer auf die Idee kommt und dann mitnimmt. Ich hab nur eins. Das ist meins, oder? Das ist meins. Ich will nicht sterben. Jetzt fehlt mir einfach ein Diablock. Habt ihr Stress oder was jetzt mit Basti? Nee, ich würde. Nein, gerne haben die nicht. Tote wieder klimmen. Das ist alles. Das ist Totem wieder, du hast mir das geschenkt. Wiederholen ist gestohlen. Sebo, hast du noch ein Totem? Ich zahle es zurück. Ich meine, ich kann dir das geben, aber keinen, dann würde ich es dir zurückschenken. Aber das ist. Nein, aber ein nicht. Geschenk will. Also. Geschenk ist Geschenk. Ja, ich gebe es dir wieder. Ich habe nur ein bisschen Angst. Also, ich würde mal zu deiner Base gehen. Auch wenn ich nicht glaube, da was passiert, aber. Nein, ich will ja nicht, dass OOC bei mir was gesprengt wird. So, er kann mich gerne. Das ist nicht OOC. Doch, das hab ich gerade gesagt. Hä? Willkommen bei Craft Attack, Fuchse. Willkommen bei Craft Attack. Ich kann bei Basti nicht sprengen, weil der hat nichts gebaut. Du kannst den aber was? So oft töten. Was? Ich hab nichts gebaut. Sich einzuloggen, verstehst du? Das ist eine gute Idee, wirklich. Das ist das doch. Craft Attack. Guck dich mal um, guck mal, Hugo. Guck dir das mal an, so muss das wird bei dir so aussehen, wenn er Eier hat. Ja, hat er nicht. Ich komm mit. Oh, hier ist ein Emerald-Kopf. Basti? Nein, mach den nicht. Oh, hier ist Glas. Ich platziere schon mal ein bisschen Basti, TNT. Basti. Ja, ich will, Basti. Dass du siehst. Hör mir zu. Bring mir meinen Stuff wieder, sonst fliegen die 3 TNT in die Luft. Okay, du kriegst den Stuff wieder. Also, die Geschichte kommt mir heute sehr bekannt vor. Genau das Gleiche haben wir vorhin auch Warte, ich habe jetzt sogar
ich habe nicht mitgezählt, aber ein paar mehr TNT platziert auf dem schönen Nebelglas. Hat er nicht gemacht. Guck doch meinen Stream an. Oh ja, was ist das denn, hä? Oha. Oh, jetzt sprengst du. Natürlich, weil sie ihr Wort nicht hält. Alles klar, Basti. Was? Was ist das? Du sollst mir einfach nur mein Zeug geben, sonst hätte ich nicht gezündet. Hat der nur einen gezündet? Nur eins? Ich hab zwei gezündet. Alter. Ich dachte, wir sind bei Craft Attack. Okay, Basti. Craft und Attack, also so sehe ich den Sinn halt. Okay. Wie viele waren da? Da waren vielleicht 20 Blöcke. Was für okay? Weißt du, du killst mich aus dem Nichts einfach. Ich hab's gesehen, Clem. Danke. Es ist literally dieselbe Story vorhin mit Stegi und Zabex. Wer bin ich? Oh, hab dein Hirn weggesprengt, ist eh nichts drin. Oh. Du bist Zabex gerade und Fokus ist Stegi. Als ob, Alter! Ja, dann gib mir jetzt mein Zeug wieder. Ich hab dein Hirn weggesprengt. Das ist so richtig irrational, wie du gehandelt hast, ne? Ich hätte nicht gesprengt, hättest du mir mein Stuff gegeben. Hä, ich hab dein Stuff instant in die Kiste gelegt. Du bist gekommen und hast mich gekillt. Ich hab nicht mal gezündet. Ja, weil. Ich hab gesagt, drop mir das Zeug. Aber machst du nicht? Wie schnell, weil du warst nicht da. Du hast gar nichts gesagt. Hä, ich stand doch da. Nein, ja, aber das war bei aller Liebe. Also ist jetzt ein kleines Loch mehr, hat er sich nicht getraut. Wo ist denn das Problem? Das ist ja. Wow. Sebo, der alte Crafting-Veteran. Ja, hör mal, ich bin schon sein. Jetzt ist meine dritte Staffel hier, ne? Also ich weiß schon, also wenn das heißt, er wird gesprengt, dann wird gesprengt. Du hast jetzt eine Glatze. Basti. Das ist auch nur. Bei keinem anderen hättest du dich das getraut, ne? Doch. Nee. Bei mir? Ja, wenn du das bei mir machst, mach ich es auch bei dir. Hä? Wenn Fuchsel dich tötet, Spark? Mhm. Was wirst du machen? Gefahren. Was würdest du machen? Nee, Spark will das ja nicht. Ey, wollt nicht. Ich? Hey, also, Fuchsel, ey, also das ist echt ey, dick. Ey, Sinus, wir haben eins gesagt. Das ist Spark. Dick und fett Minus. Ich bin zu dir gekommen, gestern oder vorgestern, Sinus, ich weiß nicht mehr. Ich habe, wir haben 1-1 gemacht die ganze nein. Zeit. Nein, klar. du hast mit mich einmal gesehen. Hey, one on one ja, heißt das, Leute, jetzt redet mal ein bisschen Englisch. Frag deinen Chat. Machen, vernünftig. Frag deinen Chat, wo du mich einfach getötet hast, random. Du wolltest das. Ach, so eine bist du. Du tötest hier jeden auf dem Server einfach so? Nein. Und dann rechnest du nicht mit den Konsequenzen? Hä? Ja. Mensch, das erste Mal Craft Deck spielen und direkt unseren Unsinn stiften. Ja, übel. Und dann noch die OGs. Und dann noch die OGs. Und der OG traut sich, als Racheaktion ein TNT zu platzieren und ja, wow, also die ersten Staffeln, wenn ich mir die nochmal so kopftechnisch durchgehe, Junge, da ist ja was anderes explodiert. Was ist da explodiert? Ja, die waren schon fast OOC so, weißt du? Die haben sich angekeift und so. So war einfach, aber so ein Blöckchen TNT auf ein bisschen Glas. Hör mal, wen tut das weh? Wäre das ganze Haus mit, wie hieß ja. das schon wieder? Aber jetzt? Obsidian voll gewesen. Ja. Wisst ihr noch? Das war alle weich geworden. Du traust dich das nicht mal selber. Ich komm nicht dazu, mich killst du ständig. Ich sag dir, ein Block TNT in meiner Base, egal wer, sei jetzt Spark, sei Dings, irgendein Loch, und ich spreng die ganze Base. Und dann diese Rache von dem, wenn er meine ganze Base sprengt, juckt mich nicht. Aber Hauptsache, seine ganze Base ist dann weg. Und dann werde ich den so lange auf den Sack gehen, bis er mich lieb hat. Genau so. Eigentlich könnte ich das jetzt auch so machen, oder? Mach doch, aber dann liegt hier alles in Schutt und Asche. Komplett. Ich würde nachts hier sitzen und ein ganzes Obsidian abbauen und wegwerfen. Das würde ich. Ist Hugo in irgendeinem Talk? Hugo? Auf Klo muss. Hugo? Ja? 20 Diamantblöcke, wenn du Fuchsel Space sprengst. Vor allem das Glas. Warum? Was hat sie gemacht? Sie hat mich gekillt und gibt mir meinen Stuff nicht wieder. Jo. Nein? Fuchsel, ich mute sie. Da krieg ich 20 Diablöcke. Ja, 20 Diablöcke. Das ist mir egal, ob du das willst oder nicht. Ich wollte nicht getötet werden. Das stimmt nicht. Ja, ja. Du meintest dann noch sogar, du willst das. Fuchsel, du bist so schlecht, Alter. Psst, psst. Du meinst es halt for real? Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ich meine for real, dass jetzt Alter. Hugo deine Base sprengt. Hugo, mach's bitte. Ich geb dir 20 Diablöcke.
Er das, hat nicht mal 20. Ich hab 20 Diablöcke. Ich hab im Casino bei Stege gewonnen. Wow, das sind eine Menge. Du hast keine 20 Diablöcke. Hast du, ich würde gerne auf jeden Fall eine braune und noch so eine. So eine. Wo ist er hin? Fuck mich das jetzt ab. Vor allem habe ich nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nichts. Was habe ich gemacht, was es rechtfertigt, mich zu killen? Was? Sag's mir.